So, ich stehe jetzt hier mit den Jungs von Randale, die gerade ordentlich Randale gemacht haben im Tent. Darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Wer ist der härteste Hase im Wald? Der Hardrock-Hase. Ihr spielt quasi vor Kids und habt es euch mehr oder weniger zur Aufgabe gemacht, Metal und Rockmusik irgendwie den Kids näher zu bringen. Kann man das so zusammenfassend vielleicht schon sagen? Ja, das muss man so sagen, weil wenn wir jetzt nicht tun, hören sie vielleicht irgendwann Helene Fischer und das wäre ja, das wäre bitter. Das will kein Mensch und deswegen haben wir gedacht, wir probieren mal was, dass man die Kinder rechtzeitig so sozialisiert, dass sie eben nicht Scheißmusik hören. Und sagt mal, wer von euch ist auf die Idee gekommen? Habt ihr euch da irgendwie mal abends zusammen bei einem alkoholfreien Bier, saßt ihr zusammen am Tisch und habt gesagt, Mensch, wir müssten eigentlich mal irgendwie sowas starten? Oder? Meine Tochter war 3 vor 13 Jahren und die Musik, die wir für sie geschenkt bekommen hatten, war alles scheiße. Da konnten wir nichts mit anfangen. Und dann habe ich irgendwann mal mit den Jungs, erst mit Marc, gesprochen und gesagt, eigentlich müsste man mal Kindermusik machen, die so ein bisschen klingt, als wenn die Ärzte oder die Hosen oder so Kindermusik machen. Also, dass man als Erwachsener nicht schreien, weglaufen muss oder kotzen muss. Und für Kinder von den Texten her so, dass es eben funktioniert. Und das machen wir jetzt seit 13 Jahren. Wer ist der härteste Hase im Wald? Der gehört, es gab wohl Tränen, weil das Zähneputzen-Lied nicht gespielt wurde. Ja, aber das haben wir gerade noch gesungen dann. Es gab so eine A Cappella-Version, dann war der Junge auch glücklich, der junge Mann. Und ihr habt dann noch wirklich Kids, die dann tatsächlich so textsicher sind und auch ein bisschen... Meistens, manchmal auch sicherer als Jochen selbst. Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also die sollen ja was lernen. Wenn sie mitsingen, auch lernen, ist doch auch super. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also ihr spielt so auf verschiedenen Festivals auch immer mal in so einem Rahmen oder geht ihr auch wirklich auf Tour? Also wir machen im Jahr so um die 80 Konzerte und wir spielen von so großen Festivals bis in Kindergarten, in Grundschulen. Wir spielen auf Gemeindefesten, auf Stadtfesten, überall, wo jemand sagt, ach, wir fänden das ganz cool, wenn wir sowas wie Randale hätten. Demnächst spielen wir beim Tag der offenen Tür des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Berlin. Also sowas machen wir auch. Oder wir waren auch schon beim Bundespräsidenten, bei seinem Bürgerfest waren wir auch schon. Aber eben auch mal ganz klein, wirklich in einem Kindergarten irgendwie so. Und das alles zusammen macht es eben aus. So das allgemeine Feedback, ist das dann habt ihr auch schon mal von den Eltern irgendwie negatives Feedback gekriegt oder ist es so, dass jetzt mal abgesehen von den Kids, die es ja im besten Falle auch wirklich cool finden, dass dann irgendwie Eltern da irgendwie bei sind, die sagen so, hier, was macht ihr denn da für einen Krach? Manchmal ist es zu laut, dann sagen sie, es ist zu laut, aber man kann gar nicht so leise spielen, dass nicht irgendeiner es immer zu laut findet, aber wir wundern uns schon, dass so wahnsinnig viele Leute Bock auf das haben, was wir machen. Also da darf ruhig auch mal zwischendurch auch jemand sagen, dass er es nicht so gut findet. Ich finde ja auch nicht alle Sachen schön. Was ja auch völlig okay ist. Man muss ja nicht alles gut finden. Das ist ja, jeder hat ja, also Geschmäcker sind unterschiedlich und das ist ja völlig okay. Ich mache ja auch nicht alles. Ja, absolut. Also das Schöne war, als wir gerade in das Zelt reingekommen sind, da hattet ihr gerade, ich weiß nicht, ob es ein geplanter Circle Pit war,
Ich nenne es einfach mal Circle. Das war die Polonaise, Mann, Alter. Das war eine Polonaise. Das ist viel schwieriger. Ja, das war. Aber habt ihr dann da auch so Sachen, die ihr irgendwie, ich sag mal, von so Festivals mit irgendwie in Kinderversionen mit übernehmt? Also sowas wie jetzt eine Polonaise, würde ich jetzt mal Circle Pit. Aber sowas wie eine Wall of Death wird es wahrscheinlich nicht geben, oder? Ja, aber es gibt, also wir bringen den Kindern immer bei, was Stage Diving ist und was Crowdsurfing ist. Ach und Quatsch. Dann haben wir so einen, den großen Panda-Bären, der liegt jetzt hinterm Auto irgendwie. Der wird dann ins Publikum geworfen und die Kids können den... Her mit dem Panda-Bären, weil das... Panda-Bär, ne, ja. Das müssen wir einmal vormachen. Genau, hier, der, ne, das, das Tier fliegt an und dann dürfen wir den Bären durchreichen. So. So wird's gemacht. Und das funktioniert immer ganz gut. Achtung. Dann geht er zurück. Und geht er wieder zurück. Und er kommt immer heile wieder an. Mal, ne? Und dann cool. Funktioniert das auch. Und ich hoffe, das Piercing hat sich nicht in irgendeinem Kinderauge verfangen oder so. Er hat keine mehr an oder so, aber er kommt eigentlich immer heile wieder. Und die Kids sollen dann auch zum Beispiel lernen, dass einem nichts passiert, bei einem, wenn es bei einem Konzert schlimm und gefährlich aussieht vor der Bühne, weil sich alle hauen. Aber es haut sich ja keiner. Ein Auge hat er mal verloren. Guck mal, ein Auge ist weg. Aber, ja. Hat ja zwei. Da war der Pit einfach zu brutal, ja, quasi. Aber ist ja nicht so schlimm. Man kann auch mit einem Auge, das ist ja nicht so, ist ja nicht so wild. Jungs, ich finde das, was ihr macht, wirklich super, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also ich hatte vorher noch nichts von gehört und bin total positiv überrascht und finde es richtig cool und kann nur hoffen, dass die Leute da draußen das nochmal ordentlich unterstützen und euch möglichst zu dem nächsten Kindergeburtstag vielleicht auch mit einladen. Und übrigens war die Show heute Mittag nur vor der Festival Crowd auf der Camel Stage. Die waren ziemlicher Abriss, weil die sind echt ausgeflippt da. Das war doppelt so viel ausdrasten und durchdrehen wie jetzt heute hier am Nachmittag. Das haben wir so nicht erwartet. Habt ihr denn da das Zähneputzen-Lied gespielt? Nein, das haben wir da auch nicht gespielt. Leute, aber Polonaise. Wir haben Berechtigung gefunden. Ja. Ja, du, bei dem einen oder anderen hier, ich führe seit 4 Tagen Interviews und das sage ich ganz ehrlich, bei dem einen oder anderen, dem hätte ich das Lied gerne selber vorgesungen. Kein Bock auf Waschen, sage ich nur. Cool, also wie gesagt, vielen, vielen Dank, Jungs. Und ich wünsche euch, habt ihr noch Chance, ihr heute euch selber ein paar Songs an? Auf jeden Fall. Wir werden nachher noch ein bisschen gucken, gleich mal was essen, gleich mal einmal kurz einchecken im Hotel. Und dann werden wir uns schön hier noch ein bisschen was. Und wir finden es echt super, dass wir hier spielen konnten. Vielen Dank. Cool, ja, sehr, sehr gerne.